Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunter, die Schmiede der Finsternis. Und, naja, der Benny ist halt auch wieder mit dabei. Ich konnte es nicht, vermeiden. Notgedrungen. Ja, ne? Ja, schon scheiße, wenn man hier so ein Together anfängt. Man kann es halt nicht alleine zu Ende machen. Also man könnte schon, aber es wäre jetzt ein bisschen fies. Nein. Wow. Nein. Ja, guck mal, deine Freundlichkeit wird gleich belohnt. Ach, hör auf. Marinale! Ja, jetzt muss ich gleich mal was trinken. Sekunde. Jetzt musste ich hier vor lauter Schock fast husten. Moment, wo sind wir denn jetzt reingekommen? Weil hier geht's noch zur Seite, links rein. Ja, da mussten wir weiter. Ach so. Links weiter. Ah, okay. Ja, ich sollte vielleicht mal diesen magischen Begleiter hier öfter aktivieren. Warte, gibt's hier? Hier gibt's was zum Kaputte machen. Kaputte machen? Ein Heiltrank. Den kann ich sogar mitnehmen. Ja, ich hau mir einen auch mal rein, damit ich den nächsten auch mal mitnehmen kann. Und hier ist ein Loch. Nein, ich wollte das nicht. Na gut, ich komme zu dir. Warte. Ich wollte jetzt da jetzt auch nicht runter, aber wenn du so forsch bist. Ich wollte nur runter gucken. Ja. Kann oh, Krabbelfischer. Naja, ich lasse dich einfach mal vorgehen. Wenn die Spinne dich schnappt, dann. Boah, ist das dunkel hier. Oh, hier gibt's Kristall. Kristall. Gut, mehr gibt's hier aber nicht. Ich hoffe mal, wir kommen hier wieder raus. Und wer sich über das Gezirpe im Hintergrund wundert, das sind Bennys Heimchen. Ja, meine Geckos hatten anscheinend noch keine. Sowas. Wisst, das war alles hier? Können wir hier wieder runter? Banzai, ich spring dir nicht auf den Kopf. Schade. Ja, und dann kommen wir wieder hier raus. Ach. Aha. Hier geht's noch weiter. Ja. Warte auf mich. Die Gruft sieht bekannt aus. So eine haben wir hier schon gesehen. Ja, das kennen wir doch. Müssen wir hier wieder irgendwelche Platten aufsammeln? Da haben wir eine Chance, unsere Finanzen aufzubessern. Falls wir einen Weg runterfinden. Ich weiß aber nicht, ob ich einen Weg runterfinden möchte. Also hier sind, Ah, wieder was zum Entzünden. Moment. Mhm. Hast du irgendwo was gesehen, wo ich mir Feuer holen könnte? Kann ich mich an den Kerzen? Nee, an den Kerzen kann ich mich hier nicht entzünden, was ein bisschen unlogisch ist. Ich doch auch Feuer. Es müsste ja eigentlich so ein Rätsel irgendwo stehen, was wir hier tun müssen. Gute Frage. Dass ich mich auch frage, wer hat diese Kerzen hier eigentlich angezündet? Ach, guck mal, hier auf dem Boden sind zwei Platten. Ah. Stell yourself drauf und dann funktioniert das. So, und jetzt? Das ist mir zu dunkel. Da unten wird's heller. Na toll! Soll ich das jetzt beruhigen, oder was? Ja, Das ist eine Riesenflamme. Hä? Jetzt wird mir was angezeigt, oben rechts. Warte mal. Hier liegt der zwei Brüder. Wacht über den Preis mit dem anderen Brüder. Um den Schlüssel dieser Gruft zu erringen, das im Düsteren wachsende Leben musst her du bringen. Was? Okay, genau. Jetzt haben wir da oben rechts so Dinger, die wir einsammeln müssen, um es mal professionell auszudrücken. Sieht aus wie eine Pflanze. Ja, aber wir müssen ja, denke ich mal, wieder mehrere Teile einsammeln. Gold! Ah, hier sind noch zwei Urnen, ein Heiltrank und ein Mana-Trank. Hab ich mir beide geschnappt. Na. Macht nix, ich bin sowieso wieder voll. Ich trau meinen Augen nicht, Kaidok. Das ist ja riesig. Zu riesig, um so leer zu sein. Ja, da kommen sie doch sicher aus ihren Gräbern raus. Da könnte ich doch. Warte mal.
hier rechts. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Aber hier links geht's auch weiter. Oder? Ja, hier geht eine Treppe runter. Ich glaube, dann sollten wir hier lang gehen. Ich weiß... Oh, hallo! Moment, jetzt können wir uns was ansehen. Und wer hat diese Leichen zusammengebunden, Frage? Wow! Hier waren schon wieder irgendwo. Ja, es könnte auch ich gewesen sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Hier wäre eine Tür. Genau. Da hinten ist noch ein kleiner Gang. Hier geht's auch weiter. Ja. Jetzt ist nur die Frage, wo wir durch müssen. Wasser. Tja. Kann man nicht einfach mal gucken, was dahinter ist? Oh, jetzt wird mir rechts ein Totenkopf angezeigt. Verschlossen. Das muss doch irgendwie. Gut, da brauchen wir hierfür wahrscheinlich irgendwie zu fehlen. So einen toten Kopf, der uns ja auch angezeigt wird. Na, ich meine, solche Totenköpfe sind ja auch überall hier irgendwie angebracht, an diesen Steinen. Heiltraum! Nicht. Hier liegt ein Skelett. Gut. Und hier liegt auch ein Skelett. Kannst und du an hier gibt's Kristalle. Kannst aber den Skeletten nichts machen, oder? Nee, wird mir nichts angezeigt. Dann bringt uns das Ganze auch, glaube ich, nichts. Also hier hinten ist noch ein kleiner Gang. Wo es reingeht, aber frag mich mal. Gott, das ist... Ah! Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. So. Ah, hier konnten wir von oben reinschauen. Jetzt mach doch hier mal nicht so unprofessionelle Sachen. Okay. Dreh, du Sau. Ich hab's Wasser ausgemacht. Ah, und dann können wir uns da den Totenkopf holen. Da war doch in... Und ich höre auch schon wieder Gegner. Wow! Ja, Krabbelviecher, Krabbelviecher, viele Krabbelviecher. Vorsicht! Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich möchte das alles nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Ja, hier gibt's nichts mehr. Aber wie der sich hier immer überall aufhängt. Wer hängt sich wo auf? Caddog, der bleibt überall hängen. So, und der ist jetzt hier rangezoomt. Ja, da ging das Wasser aus und da ist Moment. Jetzt was zum Anzünden. Sehr ungewöhnlich. Okay, die Frage ist nur. Kannst Aber du dir hier. Hallo. Hier kannst du dir Feuer holen, glaube ich. Ah, da ist was, okay. Dann gucken wir doch mal. Und das öffnet eine Tür. Ja, ist es denn wahr? Wir haben den Dreh einfach raus. Naja, so groß sind die Rätsel ja meistens nicht. Skelettatatatam. Und das ist der Totenkopf. Yeah. Bist du direkt da? Ist gerade nicht so gut. Totenkopf. Damit können wir dann oben durch die Tür, aber ich höre schon wieder Gegner. Aber wir sind nicht allein. Ich höre euch. Ah, schon wieder so ein Dicker hier. Das war's. Wir sind einfach zu gut. Hätten wir doch auf normal spielen können. Echt jetzt mal? Naja, aber am Anfang, als wir es gespielt haben, da war es irgendwie ziemlich heftig. Und jetzt wird das hier so luschig. Wer hätte das denn auch ahnen können? Oh, Kristall. Ja. Noch einer? Kreis aufnehmen. Was ist das denn hier? Oh, da ist diese Pflanze da. Das einzige Leben, ah, super. Das wir hier unten gesehen haben. Anwesende ausgenommen. Sollen wir den Kopf zu dem Kopf bringen? Oh, das ist für mich. Nehme ich das mit.
Oh, was heißt das? Arktischer Überzeuger. Gut. Wen willst du denn überzeugen? Die Gegner. Ja, ja. Ah, natürlich. Ja, siehst du? Hehe. Ach, komm schon. Ah, geht das vielleicht? Ja, das geht auch. Oh, wow, da kommen ja noch mehr. Ja, und ich muss mich hier jetzt mal gerade dingsen. Nein, Mädel, jetzt beweg dich doch mal. Komm schon. Mann, hör auf zu blocken, du Mistvieh hier. Ja, der blockt mich hier auch total ab. Komm schon. Yeah, gotcha. Okay, jetzt habe ich die Faxen, Dicke. Hüpfe. Okay. Wo bist du? Du bist da hinten. So. Ich könnte mal einen Heiltrank gebrauchen. Ach, Quatsch. Aber oh, da ist noch einer. Oh. Da kommen noch welche. So, sonst noch jemand hier? Ach, nö. Wo ist der jetzt rausgekommen? Wollte ich gerade fragen. Da, hinter uns, hinter uns. Ja, toll. Das war ja jetzt wohl ein Witz, oder? Are you kidding me? Dafür hat der eine ganz eigene Katze hinbekommen. Echt? Übertrieben. Das war jetzt irgendwie strange. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo diese andere Tür war. Oder wo wir dieses Dings hier einsetzen sollten. Ach, da sind wir ja schon wieder. Wow, das war jetzt voll das Rätsel. Ein Hebel. Ja, drück ihn. Aber hallo. Aber hallo. Und jetzt wurde die Flamme lila. Genau, vielleicht brauche ich die ja gleich wieder irgendwie zum Anzünden oder so. Warte, jetzt geht... Oh, 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 jetzt geht's was. Das scheint mir zu einfach. Das sagst du jedes Mal. Ihr stört meine Grabesruhe und verwindet mein Schatz für euch viel zu viel. Natürlich! Gut, mein Mana wäre dann mal alle. Meins noch nicht. Und wir haben ihn. Und da gibt's wieder so eine Kugel. Yeah, nice. Dann brauchen wir nur noch eine. Also was heißt nur noch? Cool, dann sind wir jetzt wieder hier oben. Kleinvieh macht auf. Aber Mist. Hallo. So, ich glaube, dann sind wir hier durch, wa? Ja. Aber der Begleiter sagt... Hä, wieso sagt der Begleiter jetzt, wir sollen hier wieder hin? Weil mir sagt er jetzt, dass wir hier wieder rein sollen, wenn ich auf L3 drücke. Hä? Aber da war doch nichts mehr hier drin. Ah, hier passiert auch gerade gar nichts mehr. Nö, dann lügt das Spiel. Der will uns verarschen. Sehr mysteriös. Naja, vielleicht müssen wir hier einfach nur ein bisschen raus. Vielleicht fängt er sich dann wieder. Nö, anscheinend nicht. Egal, wir werden schon irgendwo finden, wo wir hin müssen. Also wir müssen ja erstmal wieder ganz nach oben. Ja, und dann... Halt, hier, hier. Da hier lang. War das. Hier. Genau. Oh, hier ist noch ein bisschen Gold. Gold. Mann. Und hier ist noch eine Tür. Aber hallo. Da wäre aber eher die Frage, wer diese Türen programmiert hat. Jetzt sagt der Begleiter wieder, wo wir lang müssen. Zumindest ist richtig. So, was hat der da drüben jetzt wieder für ein Problem? Ich! Na toll.
bin mir auf den Kopf gesprungen. Was bleibst du da auch stehen, Mensch? Oh, Gold, Gold, Gold. Gott sei Dank habe ich so einen Dickschädel. Ja, das ist wohl wahr.